Hey ho Leute und willkommen zurück in der wunderbaren Welt von The Elder Scrolls Online Morrowind. Ja, das Morrowind habe ich selten erwähnt. So, unsere Mission heute ist es, ein bisschen auf der Baustelle zu untersuchen, den Schutt hier zu untersuchen und ein paar Arbeiter zu retten, die hier irgendwie verschüttet sind. Okay. Dem Arbeiter geht's doch gut, oder ist da unten drin noch einer? Ach so, der ist... Okay, wir helfen dir, keine Sorge. Easy. Nice. Wir räumen hier unten ein paar Steinchen weg und der ist frei. Ich werde dem Aufseher sagen, was ihr für mich getan habt. Ach, kein Problem. Easy. Dafür sind wir da. Gleich da drüber. Nein, natürlich nicht. Mann. Rayon, das ist nicht Horizon Zero Dawn. Die kann nicht klettern, die liebe Ancora. So. Hier ist schon wieder jemand verschüttet. Mann, was ist das hier für eine Baustelle? Gibt es keine Sicherheitsvorkehrungen? So, bist frei. So, im letzten Schutt sollte dann der Sieg ins Stein sein. Danke, dass ihr mich gerettet habt. Och. Kein Problem. Zwei starke Männer hätten es auch getan eigentlich. So, der Siegenstein. Oh. Darf ich den nehmen, oder? Siegenstein. Dieser Stein pulsiert mit einem Funken von Vivex göttlicher Energie. Und tschüss. Den verkaufen wir jetzt auf dem Schwarzmarkt. Mal gucken, was der bringt. Ich gehe jetzt zu einem Händler und gucke, was der wirklich bringt. Nee, ich interessiert das jetzt. Kann ich den verkaufen? Wollen wir das wahrscheinlich ein Questgegenstand? Ich guck mal in den Inventar, wenn es ein Questgegenstand ist. Oder wenn es als Questgegenstand kategorisiert wird, dann können wir es sowieso. Ja, es ist Questgegenstand. Schade. Okay, dann können wir es nicht versuchen zu verkaufen. Schade eigentlich. Mann, ich hätte es versucht. Mann, also ich hätte es nicht getan, aber ich hätte es auf jeden Fall versucht. Ich hätte es wahrscheinlich auch getan, wenn es einen hohen Preis gegeben hätte. Nein, ich bin nicht geldgeil. Nein. Außer in diesem Spiel vielleicht. Ein kleines bisschen. Aber auch nur ein bisschen. Ach, schön. Und raus da lässt zu wünschen übrig, wenn ich das mal so anmerken darf, ne? Na egal. Was ist das hier eigentlich? Ein Apartment im heiligen Dolin? Es gibt hier ein Haus? Wirklich? Warte, wir gucken. Wo ist das Apartment? Rauszoomen. Wo ist hier bitte ein Apartment? Ist doch nirgends. Wir haben in die Richtung geguckt, in der Richtung sollte es sein. Hier ist doch kein Apartment. Wo willst du denn ein Apartment haben? Hier weiter rauszoomen, ist das hier? Nee, das hier? Ich habe keine Ahnung, wo das Apartment ist, aber hier vorne sehen wir eindeutig ein Apartment. Das ist ein Haus, das man kaufen kann. Ich habe keine Ahnung, wo das ist. Gehen wir einfach mal in die Richtung, vielleicht sehen wir es dann ja. Wir müssen ja sowieso in die Richtung zum Palast. In den Palast von einem göttlichen Fürsten Vivek. Nee, hier ist das. Hier ist das. Hier ist das Apartment. Innenbereich des. Nee. Hä? Ist hier das Apartment? Ja, das ist das Apartment. Das könnte man rein theoretisch kaufen, aber im Moment noch nicht. Ich glaube, das ist im Moment drinnen quasi im Update. Das ist quasi im Update drinnen, das Haus. Aber es wurde noch nicht freigegeben zum wirklich kaufen. Das ist meine Vermutung. So, darüber müssen wir. Darunter springe ich tot, oder? Ancora, hältst du das aus? Ach schon, no risk, no fun. Ancora, bitte. Rollt sich ab wie eine wahre Kriegerin. Ich hasse dich, Veteranencharakter. Alter, was ist das denn? 630, 400... Okay, 600. Hi! Leute, bin die Neue. Ich bin klein, schmächtig und kann nix. Trotzdem mal. Und tschüss. Sagt noch wer was? Nein, okay, dann bin ich weg. Tschö. Ja, eine Pause würde dir sicher gut tun. Ich check mal die Waffen weg. So. Da ist schon wieder ein Veteranencharakter. Warum sind die alle nur wieder. Ja, ist der. Ivory Epsilon. Mann, diese ganzen Veteranencharaktere, die machen mich wirklich kirre. Ich hasse Veteranencharaktere. Mann, verpisst euch. Ich mag die Dullis viel lieber, die wegen dem Hüter neu angefangen haben. Und nicht die einfach hierher kommen und die Quest reinspielen. So. Erzkanonika, Tavos, hallo. Die Fremdländerin kehrt zurück. Soweit ich weiß, gab es Ärger auf der Baustelle. Doch ihr konntet einige der Arbeiter retten. Fürst Vivek zieht stets den geradesten Pfeil aus dem Köcher. Gepriesen sei das Tribunal. Habt ihr den Segenstein mitgebracht? Das ist eine schöne Schreibweise. Fürst Vivek zieht stets den geradesten Pfeil aus dem Köcher. Das ist eine geile Line, muss ich schon sagen. Merke ich mir. Okay, ich hab den Segenstein, ja? Stellt euch darüber. In Abwesenheit von Kanonika Levule werdet ihr die dritte Ecke unseres Ritualdreiecks bilden. Sobald ihr bereit seid, platziert ihr den Segensstein und wir beginnen mit dem Ritual. Okay, du warst gerade leicht abgehakt am Ende, aber egal, wir machen das.
Wo muss ich jetzt hin genau? Hier hin. Das ist also mein Eck. Das ist aber kein Eck. Doch, das ist ein Eck. Segenstein. Sockel platzieren. Ich bin da. Was ist das denn? Hört die Worte des Kriegerpoeten und offenbart die Quelle von Fürst Vivecs Not. What? Ein Arschländer. Ein Uhrwerkmagier. Ein vedrischer Kultist. What? Okay. Okay. Etwas hat das Ritual gestört, mein Fürst. Doch wir haben etwas erfahren. Entschuldigt mich, während ich das mit unseren bisherigen Erkenntnissen vergleiche. Okay. Okay, alles klar, okay. Okay, das hat mich gerade ein bisschen gewundert. Das ist richtig geil gemacht. Die Quests sind auf jeden Fall deutlich schöner gestaltet wie in der alten Hauptquest. Also in der alten Hauptquest war es auch geil, aber in der alten Elder Scrolls Variante von dem Spiel hier, also im alten Elder Scrolls Online, vor dem Morrowind Update, waren die Quests, die nicht zur Hauptstory gehörten, ziemlich eintönig. Aber das hier ist geil. Ich mag das. Schön. Angesichts der kryptischen Warnungen des Ahnengeists und des unerwarteten Ergebnisses des Hellsicht-Rituals fürchte ich, dass mehr in Bewegung ist, als ich es mir vorgestellt hatte. Die größten Geheimnisse lösen wir durch reinen Zufall, vermute ich. Das sollte ich aufschreiben. Irgendwas ist während des Rituals schiefgelaufen. Habt ihr erfahren, was ihr euch erhofft hattet? Wir lernen aus jeder Tat, die wir tun. Ob Fehlschlag oder Erfolg. Jedes Ergebnis lehrt uns etwas. Zumindest im größeren Zusammenhang. Um präziser zu sein, nein, nicht so viel, wie ich es mir erhofft hatte. Aber es gab doch Bilder während dem Ritual, diese holographischen Abbildungen. Bilder, die andeuten, wo man nachforschen kann und welche Rätsel es zu lösen gilt. Lasst mich euch ein Geheimnis verraten, Fremdländerin. Es geht um einen lebenden Gott und Energie, die dahin schwindet wie das Tageslicht, wenn sich die Abenddämmerung über das Land ausbreitet. Okay, das verstehe ich jetzt nicht so ganz, Fürst Vivec. Hört gut zu und sagt kein Wort. Meine göttliche Energie verlässt mich. Ob nun durch eine Krankheit oder ein tiefsitzendes Übel, weiß ich nicht. Ihr müsst durch das Land reisen und in meinem Namen Antworten suchen. Doch zunächst heißt es Dankbarkeit vor dem Dienst, wie ich es selbst geschrieben habe. Also, vielen Dank. Kanonikerstab des Tribunals. Warum gibst du mir einen Zauberstab? Mann. Das Ritual hat meine schlimmsten Befürchtungen bestätigt. Göttliche Energie strömt aus mir heraus, ohne dass ich den Grund dafür kenne. Ich spüre, wie die Macht, mit der ich meinen Segenstein erfüllt hatte, mir entrissen wurde, sobald ihr sie dem Ritual hinzugefügt habt. Ich konnte es nicht aufhalten. Ihr verliert göttliche Energie? Aber wie ist das möglich? Um meine eigenen Worte als Kriegerpoet zu zitieren. Es gibt kein Schloss, das ein entschlossener Dieb nicht öffnen könnte. Folgt der Spur der verschwundenen Energie und versucht herauszufinden, vor welchem Feind Levules Ahnen uns gewarnt hat. Ihr glaubt also, dass ein Feind für euren Energieverlust verantwortlich ist? Etwas raubt mir die Energie. Sucht Erzkanoniker Tavus in seinem Arbeitszimmer auf. Und fragt ihn, ob er etwas Nützliches beim Ritual erfahren konnte. Falls nicht, haben seine vorherigen Forschungen zumindest neue Bereiche aufgezeigt, in denen sich Ermittlungen anbieten. Geht, wohin er euch schickt, und findet möglichst viel heraus. Okay, dann werden wir jetzt mal mit Erzkanoniker Tavus sprechen. Meine göttliche Energie wird mit jedem Augenblick schwächer. Doch das Ritual hat bestätigt, dass mein Leiden nicht natürlichen Ursprungs ist. Ich bedauere, dass ich euch nicht das volle Wesen dieser üblen Umstände enthüllen konnte, bis eure Vertrauenswürdigkeit bewiesen worden war. Okay, ich bin aber nicht ganz so sicher, ob Erzkanoniker Tavus eure Einschätzungen von mir teilt. Ja, nun, Erzkanoniker Tavus war schon immer vorsichtig, was Ideen und Ideologien angeht, die nicht vom Tribunal standen. Und in letzter Zeit ist diese Vorsicht tausendfach gewachsen.
Doch er ist trotz seiner Engstirnigkeit ein treuer Diener. Okay, was meint ihr jetzt genau damit, dass eure göttliche Energie verringert wurde? Ich habe meine Kraft immer freimütig und ohne Beeinträchtigungen eingesetzt. Ich erschaffe die Segensteine, halte den Meteor über der Stadt und vollführe 100 Wunder am Tag zugunsten meines Volkes. Ich verspüre langsam den Preis, den ich für den großzügigen Einsatz meiner Göttlichkeit zahle. Ihr glaubt also, ihr seid in Gefahr? Ich sorge mich nicht um meine eigene Sicherheit. Doch bei meinen Leuten ist das etwas ganz anderes. Wenn meine Kraft ihn nicht aufhält, wird der Meteor auf die Stadt stürzen und Hunderte, vielleicht sogar Tausende von Unschuldigen töten. Und das wäre erst der Anfang von Wartenfels Nöten. Okay, vermutet also, dass das Leiden nicht natürlichen Ursprung sein könnte? Anfangs bemerkte ich den Energieverlust gar nicht. Doch je schwächer ich werde, desto mehr fühlt es sich wie ein Angriff auf mich selbst an. Außerdem hat der Ahnengeist bestätigt, dass ein uralter Feind dahinter steckt. Wir müssen jetzt feststellen, wer es ist, bevor... Bevor was? Was? Lasst uns nicht über künftige Katastrophen nachdenken, wenn wir im Hier und Jetzt schon genug Ärgernisse haben. Beratet euch mit Erzkanoniker Tarus und findet die Quelle dieses Angriffs. Dann können wir ihm ein Ende machen und müssen uns nicht um das sorgen, was hätte sein können. Okay, aber was denkt jetzt der Rest des Tribunals über diese Sache? Sie tadeln mich immer, weil ich meine Göttlichkeit so offen zur Schau stelle. Doch bisher bin ich der einzige lebende Gott, dessen Kraft schwindet. Almalexia hortet ihre Energie und hat ihren Tempel gegen Angriffe befestigt. Was Sotasil angeht... Was ist mit Sotasil? Mein Bruder ist auf Reisen. Wir haben schon eine ganze Weile nichts mehr von ihm gehört. Doch ich spüre, dass er in Sicherheit und im Vollbesitz seiner Kräfte ist. Komisch. Er wollte immer die Grenzen unserer Göttlichkeit ausloten. Vielleicht werde ich dieses Rätsel nun für ihn lösen. Okay. Dann war's das. Wir haben keine Fragen mehr. Dann lebt wohl, Fürst Vivek. Okay, Erzkanoniker Taravos. Müssen wir schon wieder mit ihm reden. Wir können schon wieder zurück in sein Amtszimmer, in sein Arbeitszimmer gehen. Okay. Ich finde das schön. Ziemlich viel gekämpft haben wir noch nicht in dieser Questreihe. Wir laufen nur von A nach B und labern mit den Leuten. Das finde ich auch schön. So lernt man ein bisschen von der Story kennen und es werden noch ziemlich viele Folgen kommen, wo wir wirklich raiden, wo wir Dungeons machen, wo wir fighten bis zum Umfallen. Auch mit der Community, auch mit euch, auch mit Leuten, auf die ich immer noch warte, dass sie endlich in diesem Spiel anfangen. Ich meine an eine gewisse Person, die genau weiß, dass ich sie gerade anspreche. Ich warte immer noch auf dich. Meine Liebe. So. Erzkanoniker Tarus. Ich habe das Ritual unzählige Male durchgeführt und bisher ist es noch nie in die Hose gegangen, wenn ich herausfinde, dass ihr die Hellsicht sabotiert habt. Nein. Ich sollte mein Scheitern nicht an euch auslassen. Es ist nicht euer Fehler, dass die Dinge schwierig sind. Mit schwierig meint ihr Fürst Viveks schwindende Macht? Woher wisst ihr von... Fürst Vivek hat es euch gesagt? Natürlich hat er das. Das ist sein Recht, schätze ich. Doch ihr müsst spüren, dass ihr es geheim haltet. In den Straßen würde Panik ausbrechen, wenn die Leute glauben würden, dass ein Teil des Tribunals außer Gefecht ist. Fürst Vivek meinte, ihr bräuchtet vielleicht Hilfe bei der Untersuchung des Problems. Das stimmt. Ich bin bei rein an die Schreibstube gebundenen Unterfangen wesentlich besser als bei der Arbeit im Feld. Und das Ritual war kein vollkommener Fehlschlag. Es hat drei Orte aus meinen früheren Studien noch einmal bestätigt. Balmora, Aldrun und Barilsars Turm. Ihr müsst jeden dieser Orte untersuchen. Okay, bevor ich aufbreche, würde ich schon ein bisschen mehr von diesen Orten gerne wissen. Erzähl mir bitte ein bisschen mehr darüber. Ich habe mit allen hier in Vivek verfügbaren Mitteln so gut nachgeforscht, wie ich nur konnte. Um mehr zu erfahren, brauche ich einen Agenten, der jeden Ort persönlich in Augenschein nehmen kann. Fürst Vivek glaubt, ihr seid die Beste für diese Aufgabe. Hoffentlich hat er recht. Okay. Könnt ihr mir etwas über Barilsars Turm sagen? Ich glaube, der Magier, den wir beim Ritual gesehen haben, war Barilsar.
Er arbeitet von einem uralten Velotiturm aus. Seine Experimente geben eine Energie ab, die der von Vivex Leiden ähnelt. Ganz deckungsgleich sind sie allerdings nicht. Findet heraus, was er über die Übertragung von göttlicher Energie weiß. Okay, was können wir über Balmora erzählen? Das Haus Redoran kontrolliert das Dorf und die Minen in der Nähe. Aber das Haus Hlalu hat ebenfalls Interesse an der Region. Gerüchte über einen Kult in der Gegend machen mir am meisten Sorgen. Ich glaube, wir haben während des Rituals einen Kultisten gesehen. Stellt diskrete Nachforschungen an und findet heraus, was ihr könnt. Über welche Art von Kult sprechen wir jetzt genau? Ich habe keine Ahnung. Deshalb schicken wir euch. Ich schlage vor, ihr fangt im Gasthaus an. Dort kommen nicht nur die Humpen auf den Tisch, sondern auch so manches Geheimnis. Die Minenarbeiter könnten auch etwas wissen. Und ich habe gehört, dass das Haus Redoran irgendeine Bekanntmachung ausgegeben hat. Und was wisst ihr über Aldrun? Wilde Aschländer, wie jene, die ich in der Vision gesehen habe, nutzen dieses Gebiet als Stammestreffpunkt. Diese nomadischen Ketzer bestreiten die Göttlichkeit des Tribunals und haben nichts für Vivek übrig. Doch wie sie an dieser Sache beteiligt sein könnten, ist mir schleierhaft. Seht nach, was ihr aufdecken könnt. Okay, gibt es denn sonst noch etwas, was ich wissen sollte, bevor ich aufbreche? Ich habe Spuren von Vivex Energie an diese Orte zurückverfolgt und das Ritual hat die Verbindung bestätigt, ehe es fehlschlug. Sprecht aber bloß mit niemandem über Fürst Vivex Leiden. Wir wollen nicht, dass eine Panik ausbricht. Falls sich hier etwas ändert, melde ich mich bei euch. Okay, alles klar, dann lebt wohl, Erzkanoniker Tavus. So, dann wollen wir diese drei Orte mal aufsuchen, würde ich sagen. Alter, in dieser Folge haben wir wirklich nur gelabert. Wir hatten keinen einzigen Kampf, wir sind nur von A nach B gelaufen und haben mit den Leuten geredet. So, aber schön, okay. Ich hoffe, in der nächsten Folge wird es ein bisschen mehr Action geben. Aber Leute, ich würde mich sagen, ich verabschiede mich für diese Folge und bedanke mich für zahlreiche Aufmerksamkeit und so weiter. Ihr wisst, wie es läuft. Lasst auf jeden Fall eine konstruktive Kritik und ein nettes Kommentar und auf jeden Fall auch eine kleine Bewertung. Bewertung für mich, Bewertung auch damit für euch. So, aber Leute, ich würde jetzt erstmal sagen, das war's für heute. Ryan sagt ciao, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ich gehe jetzt ins Bett, ich schlafe mich aus und habe jetzt nach 6 Stunden Aufnahme genug. Ryan sagt ciao, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschö, Leute.